Seid ihr bereit, Freunde? Wir sind hier seit der letzten Folge in Zone 0 angekommen. Hier in Pokémon Scarlet, Carmesine, whatever. Leider hat Koraidon ziemlich Angst, sich hier rauszutrauen. Und schau mal, was wir hier für alles finden. Die sehen aus, als wären die gerade reingespawnt, so in der Formation. Also, weiß ich auch nicht, was ich davon denken soll. Aber interessant. Ich bin mal gespannt, was uns hier alles erwarten wird. Hier. In Zone 0. Es soll ja schrecklich schwer und schwierig sein. Also da bin ich mal gespannt. Was mit dem Baum passiert? Seht ihr das? So crystallized. Das ist also das Innere des Sturms von Paldea. Es sieht sogar noch beeindruckender aus als auf der Illusion. Aber wir hätten wir diese Art niemals projekten dürfen. Moment, wo ist denn Koraidon? Es war zurück in seinen Pokémon. Irgendwas muss dann schrecklich eingejagt haben. Echt, das ist aber kein gutes Zeichen. Wenn wir es überhaupt ohne an die Oberfläche schaffen? Ja, keine Sorge, ich war ja schon mal hier. Man muss nur einen Flugtaxi rufen und sagen, betteln und flehen, bis sie einen holen. Wenn du eine Professorin ist, hättest du was sie fragen können. Jetzt treibst du mal nicht so weit, du nervst. Okay, war ja eine ganz normale Frage. Das reicht jetzt, ihr zwei. Wir sind schließlich für ein Abenteuer hier. Okay. Ich weiß nicht, warum der Text so extrem schnell vorbeigeht, aber interessant, die streiten sich dort. Keine Ahnung, was sie da machen. Du siehst doch so ganz leicht im Hintergrund. Jetzt würden wir ganz langsam irgendeinem Chaos näher kommen. Da hinten glitzert es irgendwie. Bisschen blöd, dass man so langsam geht, oder? Freche Minze. Boah, die Minze ist aber echt frech. Aber bevor ich jetzt hier lang gehe, hier gab es noch eine Abzweigung. Ich würde gerne wissen, was auf der anderen Seite noch ist. Wer weiß, vielleicht komme ich sonst nie wieder hier in Zone 0 durch. Aber ich habe irgendwie mehr neue Pokémon erwartet. Bisher kam noch kein einziges neues Pokémon, was wir noch nicht kennen. Aber vielleicht müssen wir einfach nur dafür tiefer eindringen. Hier zum Beispiel nach unten. Weiß nicht, noch traue ich mich nicht abzuspringen. Ich gucke mich erstmal noch ein bisschen um. Kann ich einfach so ins Wasser? Ist das okay? Pichu-Haare. Oha, das arme Pichu. Ah, nee, da kommen wir nicht dran. Wasser ist dort zu stark. Hallo? Hä? Ah, jetzt. Okay. Oh, hallo du. Du siehst aber prächtig aus mit deinen Federn. Das Ding habe ich auch noch nie in 3D gesehen. Also das heißt noch nie, also halt so auf der Overworld in 3D, meine ich. Leuchtstein. Das wird erst so spät bekommen, ist schon traurig. Ist nämlich fürs Entwickeln wichtig. Und es wäre ja blöd, wenn man erst ab diesem Zeitpunkt sein Pummel entwickeln könnte. Das wäre echt blöd. Hey Kusma, seit wann seid ihr eigentlich so gut befreundet mit Mike? Oh. Tudelüdel. Ich wollte lesen, was sie da sagen. Lass mich in Ruhe. Die sind nicht mal Level 60, die Dinger. Alles geht aus den Fugen. Wenn jemand in der Akademie, wenn du Freundschaft dort, sind wir damit zur Seite gestanden. Ah, und das war, während du mit Arena beschäftigt warst, Mike, krass. Und du, wie habt ihr euch angefreundet? Wir sind in derselben Klasse und daheim sind wir sogar Nachbarn. Ich hab gesagt, ihr sollt versuchen, Champ zu werden und sie hat es wirklich getan. Echt irre. Wollen wir ihr beiden. Warte, aber ich finde die Geschichte meiner Freundschaft mit Mike waren. Oder sind dagegen nicht alle so cool? Wer hat dich gefragt? Hoffe ich da aufzuspielen. Ha, ich glaube, wir sind alle sind Ehrenmitglieder im Mike-Fanclub. Oh. Ja, wenn ihr solche Fans seid, dann solltet ihr einfach nur abonnieren. Mehr braucht ihr nicht. Nur abonnieren, dann seid ihr schon Mitglied. Ist kostenlos. Was ist denn das da unten für ein Gebäude? Steinknochen. Ich möchte mich hier noch ein bisschen umschauen tatsächlich. Eventuell finden wir ja noch was Cooles. Ich denke immer, dass wir unten ein neues Pokémon finden können. Mindestens ein neues. Aber bisher finden wir nur so den Standardkram, wie das gleiche. Ganz viele Girafarix. Ich weiß nicht, warum die hier so häufig sind. Ich meine, wir haben selber eins, aber keine Ahnung, wie das aussieht. Hier, da hinten wird wahrscheinlich nichts sein. Sollen wir einfach runterspringen? Oder geht das nicht ohne Pokémon, weil die anderen sich das zum Beispiel nicht trauen oder so? Flabebe. Flabebebe. Muss mal aus dem Außenweg. Denn ich möchte runterspringen. Obwohl, ich glaube, das wäre nicht so gut, oder? Ich darf nicht. Okay, ich darf nicht. Spiel lässt mich nicht. Hä? Ist das ein Gebäude?
Hab ich das verpasst? Scheinbar habe ich es verpasst. Ah, hier sind wir richtig, oder? Das muss eines der Gebäude sein, von denen die Professorin gesprochen hat. Stimmt, wie heißen die noch gleich? Konservenration? Observationsstadion. Wow, du hast ein echt gutes Gedächtnis, Cosima. Wie, also so kompliziert war das Wort jetzt auch wieder nicht. Lumi! Ah, was kommt dann? Das kennen wir doch, das Viech. Das ist ja ein Bummeln der Nummer 1. Kommt das denn etwa auch aus dem Schlund? Los, Maike, dann nehmen wir uns das gemeinsam vor. Okay, Bosskampf gegen Lumiflora. Das Main-Ding von dem Top-Champ. Das möchte uns aus dem Nichts einfach angreifen. Okay. Kann es ja machen, wenn es möchte. Es soll nur nicht weinen, wenn es down geht. Mit meiner Rollwende zum Beispiel. Ja, okay, ich musste gar nichts machen. Emilia hat schon alles für mich getan. Aber bitte vergift uns jetzt nicht. Bitte nicht. Danke. Habe ich jetzt nicht nötig. Level up. Wunderbar. Uff, ich frage mich, ob es hier noch mehr seltene Pummern gibt. Ihr seid jetzt schon eingeschüchtert? Puh, das war erst der Anfang. Ihr habt noch gar nichts davon gesehen, was so eine Neuer so alles beithält. Vielen Dank für diese überaus einfühlsame Warnung, Senior Pepper. Naja, Kinderchen, nicht streiten. Los, lass uns die Observationsstadion gehen. Was auch immer. Ich kann dieses Wort auch nicht aussprechen, so wie Pepper. Bin dafür zu blöd. Auf jeden Fall gehen wir da jetzt in das Gebäude rein. Und was mal poggen wir? Weil wir Anfang gefunden, weil wir einen Eingang gefunden haben oder so, keine Ahnung. Lumisprosskristall. Okay. Die ist auch ein Item. Eine Zitrubeere. Was sind denn dann? Ah. Oh. Hm. Okay. Nee, wie der geht woanders hin? Das ist ein Bett. Ich muss ehrlich sagen, von der Grafik erinnert mich das ein bisschen an. Pokémon Kolosseum. Wow, sind das antike Ruinen? Dafür sieht das hier doch viel zu neu aus. Ihr habt es also unbeschadet zum ersten Observationsstadion geschafft. Diese Einrichtung wurde vor 87 Jahren als Basis für die Erforschung von Zone 0 gebaut. Deswegen gibt es ja so ein Bett. Wenn wir erschöpft sind, können wir uns hier ausruhen. Also dann, Maike, bitte nutze die Schalltafel in der Mitte, um das erste Schloss zu öffnen. Okay. Möchte das Schloss zum Labor 0 öffnen. Sehen wir sie jetzt? Piep. Schloss wurde entriegelt. Noch 3 von 4 Schlössern aktiv. Oh. Gut gemacht. Bitte fahrt nun mit den verbleibenden Observationsstadien vor. Ja. Da gibt es wohl noch mehr. Die Tür ist kaputt und die ebenso. Hier können wir uns theoretisch heilen, hab's aber gerade nicht nötig, also gehen wir jetzt wieder. Warte, da war ein Teleporter. Warte mal. Nein. Ich hab den erst angemerkt, als ich schon rausgegangen bin. Warte. Ich will nochmal zurückgehen. Ich will nochmal gerne den Teleporter anschauen. Wo möchtest du gehen? Tor 0? Wo fühlt mich das jetzt hin? Ach, für mich, das ist wieder zum Anfang. Oh, nein, das will ich nicht, Zurück. Okay, damit kommt man hier wieder weg. Das ist eine Oberfläche. Aber, weiß nicht, muss jetzt auch nicht sein. Warum gucken die alle die nach links? Was ist denn da links? Da ist doch nichts. Wir müssen jetzt erstmal wieder einen neuen Weg finden, weiterzukommen. Wisst ihr, mein ganzes Leben lang habe ich meine Mutter kaum zu Gesicht bekommen. Wie willst du denn das Traum der Vergangenheit erzählen? Nicht jetzt. Das war so sehr mit dem Forschung beschäftigt, dass sie kaum nach Hause kam. Ich habe für mich gekocht, welche gewaschen, Massifioso, alles gemacht. Ich kann es so schnell lesen. Sie wollte meine Mutter sein, aber eigentlich ist sie irgendwas. Ich habe das immer damit getan. Ich bin stolz darauf, eine coole Mutter zu haben. War cool hin und her. Eigentlich wollte ich irgendwas. Jetzt halt sehe ich sich nur noch im Fernsehen. Da habe ich nur wieder eine Mail gekriegt, aber das war schon seit Jahren nicht mehr. Und jetzt taucht sie plötzlich auf, verlangt, dass wir zu 0 kommen. Wie auch immer, Familie des Jahres, yay. Also, jede Familie ist eben anders.
So, es tut mir leid wegen vorhin, was ich gesagt habe. Ah, Mann! Ich versuche doch unten den Text zu speedrunnen. Weil ich kann ihn nicht langsamer machen. Der geht so schnell, mal wieder weg. Cosima, ich heiße Cosima. Also Cosima, vielleicht bist du doch ganz okay. Ha, ich gebe dir gleich ganz okay. Oh, da geht doch ihr beiden. Was? Was? Okay. Naja, whatever. Wie komme ich denn jetzt weiter? Oder kann ich hier nach unten? Weil ich soll wahrscheinlich immer weiter nach unten. Stimmt's? Also unten sieht es auf jeden Fall am interessantesten aus. Mann, wo darf ich denn runterspringen? Nirgends. Oder was? Hier geht's runter. Vielleicht geht's ja hier lang. Ich geh einfach hier lang. Ne, Trupp. Ich weiß nicht, wo alle sind, aber ich gehe mal davon aus, dass sie ja sagen würden. Mal gucken, ob wir heute schon alles erkunden können im Gebiet. Wenn nicht, dann auf jeden Fall nächste Folge. Weil dieses Gebiet, auch wenn es auf der Karte groß aussieht, ist tatsächlich gar nicht mal so groß. Weil es ist halt einfach nur großes, gutes Feld. Ich war schon mal hier im Schulf von PDH, versuche meine Mutter zu erreichen. Hier in der Gegend wurde ich von einer Kreatur angegriffen, die ich noch nie gesehen habe. Eine Kreatur, du meinst Pokémon? Keine Ahnung, sie war viel wilder und aggressiver als ein Pokémon. Bist du sicher, dass es nicht einfach ein besonderes wildes Pokémon war? Klar bin ich mir sicher, es war ja wie eine völlig andere Kreatur. Was die Fiose wurde ihm sogar schwer verletzt. Sowas konnte ich nicht vergessen. Nochmal will ich diesem Vieh auf jeden Fall nicht über den Weg laufen. So stark war es also. Dann will ich leider nichts einem begegnen. Na ja, klar, dass du das sagen würdest. Ich kann hier runter sein! Mimia, hast du schon mal was von Taktgefühl gehört? Taktgefühl. Gefühl des Taktes. Ah, hier ist das nächste. Genau, das ist hier der richtige Weg. Aber warum ist die Musik so gefühlt zum Hintergrund eher? Komisch. Irgendwie ganz weird. Endlich, die zweite Observationsstation. Station. Ja, Station, nicht Stadion. Station. Puh! Lass uns rennen, erstmal eine Pause einlegen. Das ist echt nur Kondition. Das hätte ich irgendwie nicht erwartet, Schulsprecherin. Haha, ich hatte volle Überraschungen, was? Das war kein Kompliment. Ah, ein Pummeluff. Es gibt ja also doch Pummeln, die man von draußen kennt. Das ist kein Pummeluff. Pummel? Hat süßes Make-up drauf, aber. Ah, wie süß. Das ist, sieht ganz anders aus als normales Pummeluff. Pummel. Pummeluff! Was war das? Mike, wir kämpfen, hilf mir! Okay. Kämpfen gegen ein neues Pummeluff. Ein uraltes Pummeluff. Hat noch so ein Dracula-Zähnchen. Und zwar ist es ein Brüllschweif-Pummeluff. Ja, uraltes Ding. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal. Hä? Warum verändert mein Menü das Licht? Habt ihr das super gemacht, Game Freak? Kann ich's fangen? Weil ich hätte schon sehr. Ah, ich kann keine Bälle. Okay. Ich kann keine Bälle einsetzen. Das beantwortet meine Frage. Das Ding ist, glaube ich, Typ. Drache? Oder Fee? Ne, Fee ist normalerweise schon. Ich würde mal vermuten Drache, aber ich habe keine Ahnung, was es ist. I have no idea. Aber ich tu mal irgendwen hier rein. Keine Ahnung, super. Whatever. Ich muss immer rausfinden, was das für ein Typen hat, das Ding. Dann greift den anderen an. Gift-Hieb. Kann ich es vergiften? Okay, es hat eine Psycho-Attacke. Welches ist auch Typ Psycho? Das tankt echt gut. Junge, was hat das, was ist das für ein Tank? Das war ohne Witz. Ja, genau, und es ist keine Erholung. Oh, wie süß. Ich muss aber sagen, ich finde das Ding cute. Ich finde das Ding echt cute. Ich mag's. Wenn ich auch nur so eins fangen könnte.
Okay. Weil jetzt gibt's effektiv. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Wir verschläft es noch, das heißt, jetzt haben wir die Chance zu killen. Auch wenn es immer wieder die Augen aufmacht, wenn man es angegriffen wird. Irgendwie dumm. Irgendwie richtig dumm. Ah, ich konnte es nicht fangen, leider. Was soll's. Vielleicht finden wir ja noch eins. Was war das denn eben? Mir ist fast das Herz stehen geblieben. Für einen Pummel war das aber ganz schön aggressiv, findet ihr nicht? Aber hallo. Der Schreck hat mich bestimmt ein paar Jahre meines Lebens gekostet. Lass gehen wir bitte rein. Jo. Können wir machen. Da muss das Spiel nicht extra mich hier wieder rauslassen. Ich möchte rein. Aber da haben wir schon mal eins der neuen Pokémon gesehen von vielen weiteren. Diese Station sieht ja genauso aus wie die erste. Boah, da war Gamefreak aber echt faul. Ja, das kannst du laut sagen. Aber was sagen das für Pokémon eben? Echt seltsam. Was hier in so einer Null, wo sonst noch für Pokémon leben? Das beschäftigt mich auch. Vielleicht gehört das ja zu diesen hier? Ja, was ist das für ein Buch? Die Monster von Zone 0. Sonderbare Pokémon bevölkern Zone 0. Wir stiegen tiefer hinab und erblickten riesige Wesen von großer Brutalität. Da links sieht man schon das Donphan, das neue. Die kaum Pokémon ähnelten. Jedoch mussten wir uns vorerst zurückziehen, da ein Mitglied des Trupps bei einem Angriff dieser Kreaturen schwere Verletzungen erlitten hatte. Die Monster von Zone 0. Durch Zufall gelang einem Mitglied des Observationstrupps dieses Foto. Zwar ähnelt die Kreatur entfernt dem Pokémon Donphan. Ach, das kennen wir schon, oder? Den Text? Egal, ich lese es trotzdem vor. Doch der enormen Körpergröße sowie der Form des Rückens nachzuurteilen, muss es sich hierbei um eine separate Spezies handeln. Die Stoßzähne sind vom gewaltigen Ausmaß. Was war von Zone 0? Das war also kein Pokémon? Ich habe keine Ahnung, ob es das war. Was denkst du, Maike? Nee, das war ein ganz normales Pokémon. Das denke ich auch. Es sah vielleicht etwas anders aus, aber es hat Attacken eingesetzt und kämpft wie ein normales Pokémon. Es ist wohl an der Zeit, dass wir uns unterhalten. Professor! Einige der Lebewesen, die in Zone 0 leben, sind Pokémon aus der fernen Vergangenheit. Die lange überlebt haben oder... Weiß ich, das ist meine Theorie, dass sie lange überlebt haben. Oder vielleicht kamen sie auch aus einer anderen Dimension. Hm? Theorie? Pokémon aus der Vergangenheit? Echt jetzt abgefahren? Nein, 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 das ist vollkommen unmöglich. Das Labor 0, in dem ich mich gerade befinde, verfügt über eine Zeitmaschine. Sie transportiert Pokémon aus der Vergangenheit hierher. Ah. Okay, sie hat einfach Pokémon aus der Vergangenheit hergeholt. Also, da habt ihr gerade gesehen, damals waren Donphan und Pummeluff so, wie sie vorhin waren. Mama, heißt das, woran du so lange geforscht hast, das ist wirklich geschafft? Ja, doch die Folgen waren fatal. Was? Mit dieser Zeitmaschine kann man damit auch in die Vergangenheit reisen oder so? Ja, theoretisch ist das möglich. Doch Lebensformen wie Menschen könnten dann nicht mehr in die Gegenwart zurückkehren. Ja, dann verzichte ich lieber. Mom! Was willst du mit uns hier in Zone 0? Weißt du, Peppa? Wenn möglich, würde ich darüber lieber von Angesicht zu Angesicht mit dir sprechen. Du wirst es besser verstehen, wenn du die Situation mit eigenen Augen sehen kannst. Nun, Maike, bitte nutze die zentrale Schalttafel und das nächste Schloss in Riegeln. Okay. Plopp. Die Hälfte haben wir. Gut gemacht. Bitte fahrt nun mit den verbleibenden Observationsstationen vor. Maike. Dieses Buch, das wir mitbringen sollten, das hat bestimmt was mit der ganzen Sache hier im Schlund zu tun. Ich glaube, bei dir ist es besser aufgehoben. Von mir erwartet sie ja eh nichts. Wir erhalten das Kamesin-Buch. Was genauso aussieht wie das Cover? Ein Bericht über eine Expedition im Schlund von Paldea, an der der Verfasser Alondo teilnahm. Auf den Einband ist rechts unbeholfen der Name Antiqua gekritzelt. Aha. Du machst das schon. Ja, ich mach das schon, ne? Ich muss ja sowieso alles hier machen. Okay, wir kriegen ja bald einen neuen Teleporter. Und kann ich wirklich die ganze Zeit meinen Kuraidon nicht benutzen? Ich möchte damit rumreisen. Ist okay, wenn ich dich runterspringen darf, aber lass es mich zumindest benutzen. Wie sind deine Eltern so, Demila? Hm, ganz normal, würde ich sagen. Jetzt hier keinen Unsinn, sogar ich weiß, dass dein Vater der Präsident der Smart-Rotom-Firma ist. Was? Echt? Warum weißt du das? Er ist eben berühmt. Außerdem habe ich selber etwas recherchiert. Du bist also eine verwöhnte kleine Prinzessin aus gutem Haus? Was? Nein, absolut nicht. Hm, aber naja.
Mutter und Vater haben sich nie wirklich eingemischt. Und das war okay so. Und die Familienfirma wird sich meine große Schwester kümmern. Da hatte ich keine Zeit. Du nennst deine Eltern Mutter und Vater? Das spricht wohl hier die Prinzessin aus gutem Hause. Ah, jetzt reicht's aber. Kusma, wie sind deine Familie? Also... Super nervig. Wieso sind sie übervorsichtig? Mein Dad ist so peinlich, er angelt nicht viel so laut. Kusiguri, das ist im Haar auf draußen. Was? Kann ich lesen? Tut mir echt Mitleid. Pff, sehr witzig. Mike, was mit dir? Deine Mutter scheint ja super nett zu sein. Ja, ist sie doch auch. Hast du mir getroffen? Ja, ihr selbstgemachtes Sandwich sah echt lecker aus. Wow, das hast es gut. Was will jetzt so irgendwas? Keine Ahnung. Die labern mir hier zu viel. Nee, die labern mir nicht so viel. Die labern mir zu schnell. Ich meine, ihr könnt ja das Video pausieren und dann lesen, was sie da sagen. Ich kann es halt nicht schnell genug auffassen. Ich meine, ich kann ja nicht Double Time für euch. Also nicht, wenn ich nicht selber beeinflussen kann, wie schnell das geht. Das ist ein bisschen schwierig für mich. Geht sie überhaupt lang? Ich bin jetzt einfach nur den Berg hier runter gedüst. Vielleicht geht es auch hier lang. Ich glaube eher hier. Na wohl. Hallöchen, bitte rammt mich nicht tot. Ich habe nämlich keinen Pokémon, mit dem ich mich wehren kann gerade. Denn das Pokémon will nicht. Nee, oh, hier geht's gar nicht lang. Oder? Moment. Maybe doch, maybe doch. Oh, Wasserfall! Total logisch, dass ich hier an einem Wasserfall stehen kann, ne? Total logisch. Aber okay. Ja, dann muss ich außen rum. Dann war das doch der richtige Weg. Ah, das ist echt nervig, dass man hier Korall doch nicht rausholen kann, wie ihr sehen könnt. Das ist ein bisschen blöd. Die Texte wären cool als Ablenkung, wenn sie nicht so schnell weggehen würden. Mann, wie schwer kann das sein, so einen Text zu programmieren? Im schlimmsten Fall lässt mich einfach A drücken, um den Text weiterzumachen. Kann doch nicht so schwer sein. Naja, whatever. Fickt mich hier genug auf. Da ist das nächste Gebäude, wie es scheint. Und da will ich definitiv lang. Über uns ist eine Decke. Lol. Vielleicht sind wir sogar lang gelaufen, ich weiß es nicht. So weit tiefer geht's glaube ich auch gar nicht. Ich glaube, wir sind schon fast am Schlunde hinunter. Aber nach diesem Gebäude müsste es auf jeden Fall mindestens ein weiteres noch geben. Da werden wir. Die nächste Organisationsstation. Da ist es. Aber ich habe das Gefühl, wir sind hier nicht alleine. Wie vorhin. Wird doch irgendwas passieren. Ha! Dann können wir uns aber kurz rausruhen. Irgendwas wird uns doch bestimmt gleich wieder zu Kleinholz verarbeiten. Garantiert. Ahaha, Kuzman, du machst dir einfach viel zu viele Sorgen. Ha? Don! Ja, das kennen wir schon, das Ding. Siehst du? Siehst du? Moment mal, das sieht ja aus wie das Herrscher-Pokémon von neulich. Ja. Das war also ein Pokémon aus der Vergangenheit? Hast du etwa schon mal gegen so ein Pokémon gekämpft, Pepper? Sieht wahnsinnig stark aus. Keine Sorge, belass das Herrscher-Pokémon ruhig, Maike und mir. Ich habe ja schon mal gegen einen Donphan gekämpft von diesem Ausmaß. Und ich finde, ehrlich, das ist wirklich von all den neuen Pokémon wahrscheinlich das coolste, meiner Meinung nach. Ich feiere es einfach, wie es aussieht. Ich wollte jetzt nicht den Boden sehen. Und da steht natürlich Massifioso raus. Das ist ein Standard-Pokémon, glaube ich. Ja, mal gucken, wer es zuerst killt. Aua. Ja, ich bin schneller. Bam. Ja, eigentlich wäre mein Delphi-Mail hier am besten in dem Kampf. Aber Rollwende ist halt ein Muss bei dem Ding. Zumindest mache ich es halt immer. So, aber der Titan darf immer gerne kämpfen. Die Kampfkolosse gegeneinander. Und ja, Eisplitter sollte schon genügen. Stark genug wird sein, oder? 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 Nicht wirklich. Nicht so gut. Aber Massifioso macht das schon für mich. Kein Problemo. Let's go. Yeah, geschafft! Vielleicht kann das Herrscher-Pokémon ja, das wir auf unserer Suche nach den Geheimgewürzen gesehen haben. Vielleicht kann das auch aus so eine Null. Ah, dann habt
ihr das also außerhalb des Schlunds auch schon getroffen? Ihr Glückspilze! Von wegen, wenn sein Pokémon aus der Vergangenheit in Paldea rumspaziert, haben wir ein Riesenproblem. Hat Professor Antiqua da kein Auge drauf? Sollte das nicht verhindern? Was macht sie bloß? Ja, was macht die ach so perfekte Professorin nur? Michael, lass uns endlich reingehen. Ja, besser ist es. Wird zwar knapp mit der Folge, aber irgendwie hätte ich schon noch Bock, das letzte Ding aufzusuchen. Damit wir dann in der letzten... letzten Folge, genau. Nee, das ist es nicht, aber in der nächsten Folge dann... das Ende hier von dieser Zone machen. Hier ist die dritte! Geht's einem gut? Braucht jemand von euch eine Pause? Irgendwas? Findest du das nicht gut, Cosima? Doch, alles genommen. Alles in Ordnung. Mir geht es nur diese Zeitmaschine aus dem Kopf. Diese Pokémon hier in Zone 0 sind aus der Vergangenheit gekommen, ne? Kann es dann nicht sein, dass Kuraiden auch aus der Vergangenheit stammt? Meinst du? Hey, sag ich ja nein. Ich habe gesagt, nein. So, okay, warum? Irgendwie hat es ja schon was Antikes an sich. Das klingt echt plausibel. Oh, da fällt mir ein. Pepper, ich wollte dir schon die ganze Zeit was fragen. War das damals im Poma von Kuraiden und du wusstest über seine Form Bescheid? Du weißt doch bestimmt noch mehr. Ah, hätte ich mir denken können, dass du dich an solche Details erinnerst. Na gut, hier erzähle ich, was ich weiß. Dieses Pokémon, also, ne, Kuraidon. Meine Mutter hat es damals während ihrer Arbeit an der Zeitmaschine entdeckt. Ab hier sollte wohl ich das Antworten übernehmen. Professor! Das Kuraidon, das ich dir anvertraut habe, Michael. Es war das erste Pokémon, das ich mit der Zeitmaschine aus der Vergangenheit hierher transportieren konnte. Wusste ich's doch. Ich analysierte seine genetischen Daten und seine Verhaltensmuster. Also Kuraidon ist auch ein Pokémon aus der Vergangenheit. So kam ich zu dem Entschluss, dass es sich um eine urzeitliche Form des heutzutage existierenden Reih-Pokémon Mopex handeln muss. Stimmt, sie weisen gewisse Ähnlichkeiten auf. Viele andere Pokémon sind seitdem durch die Zeit hierhergereist. Es gelang mir jedoch nie, mehr als 2 Exemplare von Kuraidon unserer Zeit zu holen. Wie jetzt? Du meinst, es gibt hier irgendwo noch so ein Ding? Oh, was ist, wenn sie eine Familie sind und das andere... irgendwo in Zone 0 auf unser Kuraidon wartet. Steht uns ein emotionales Wiedersehen bevor? Ganz bestimmt. Wir wären nicht glücklich, die Chance, Hans seine Familie wiederzusehen. Familie, hä? Ja, wer würde sich ja nicht freuen. Wie dem auch sei, Maike. Bitte nutze die zentrale Schalltafel, um du weißt schon, was zu tun. Okay. Ding, ding. Öffnen wir es. Miep. Gut gemacht. Bitte fahrt nun mit der letzten verbleibenden Observationsstation fort. Ja. Wie sie bereits sagte, eins fehlt nur noch. Mhm. Okay. Vielleicht schaffe ich es noch, was zu finden. Ich bin gerade ein bisschen skeptisch wegen der Länge der Folge. Ob wir heute länger machen oder nicht. Weil... keines der Pokémon aus der Vergangenheit. Kein Wunder, dass es niemand gesehen hat. Hey, Maike, ich muss einfach gegen Kuraidon antreten. Am besten sofort. Ich glaube, es hat momentan nicht das geringste Interesse daran, aus dem Pokémon zu kommen. Ach, stimmt ja. Ja, auch zum ersten Mal, dass es aus der Vergangenheit kommt. Für mich war es einfach so ein Ding, dass meine Mutter plötzlich auf ihn nach Hause gebracht hat. Wir haben damals eine Zeit lang zusammen im Leuchtturmlabor gelebt. Ich musste versprechen, meine Existenz geheim zu halten. Das erklärt, warum du so viel weißt. Ja, yep, aber eines Tages hat Kuraidon plötzlich auf ein wildes Pokémon gestürzt. Leute dagegen hätten es beinahe gesehen. Kurze Zeit später, meine Mutter mit ihm. Hä, wieso sieht denn das eine oder anders aus? Egal. Na, meine Mutter nicht mehr gesehen, Kai, dann bist du kurz auch nicht mehr. So, im Nachhinein klingt das irgendwie kindisch, aber ja. Ich habe gerade richtig gehasst und wollte nicht mehr darüber reden. Tut mir leid, Maike. Oh. Scheinbar sind wir hier... tiefer eingedrungen in Zone 0. Vielleicht sind wir auch schon ganz tief angekommen. Ich weiß es nicht. Na, da unten ist es doch. Da unten ist es doch. Wow, so viele große Kristalle. Wie hübsch. Und da sind ja noch mehr. Hm. Wenn wir da runterfallen, war es das. Also passt auf, wo ihr hintretet. Professor muss irgendwo da unten sein, also werden wir sie bald treffen können. Aber das beschäftigt mich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Interessiert mich gar nicht. Also gut, Michael, Nemila, Cosima, gehen wir weiter. Aber haltet die Augen offen. Okay. Was für ein seltsamer Ort. Hey, vielleicht gibt es hier unten ja wirklich einen Schatz.
Hier sieht es irgendwie aus wie einer aus einer anderen Welt. Fast wie ein Paradies oder so. Dieses Licht mit den Kristallen hier erleuchtet. Vielleicht geht's nur mir so, aber es erinnert mich stark an die Terrakrisierung. Ob es eine Verbindung gibt? Maybe. Die Antworten auf all unsere Fragen liegen dort unten. Also, los! Ja, Leute, lasst ein Like da. In der nächsten Folge finden wir alle Antworten zu all unseren Fragen, die wir hier unten finden können. Schaut euch das an. Das wollt ihr nicht verpassen, oder?